Hey liebe Meute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft Classic Hardcore. Und dieses Mal ohne den Twitch-Chat. Wir sind heute alleine unterwegs. Es ist meine erste Aufnahme nach dem Urlaub. Und gefühlt habe ich alles vergessen. Also ich habe mir schon gesagt, ich muss erstmal mich ein bisschen einspielen und werde heute mal schauen. Wir werden wahrscheinlich hier hinten die Defias machen. Die sind relativ ausgeglichen vom Level, sage ich einfach mal. Wir haben ja hier Volksmiliz, können wir die hier machen, die Plünderer und Ausplünderer. Hier hinten haben wir die Gnolltatzen, die können wir vielleicht auch noch auf dem Weg sammeln. Ja, ich denke, wir haben hier gut was zu tun. Vor allen Dingen, was auch unserem Level einigermaßen entspricht. Ich habe mir überlegt gehabt, dass wir direkt schon mal gleich wieder in die ersten Gesprächsthemen mit einsteigen. Ich habe mir überlegt gehabt, dass ich tatsächlich ein bisschen was anders machen werde. Ich möchte weiterhin, dass WoW natürlich mit einer meiner Haupt-Content-Sachen wird. Und da werde ich halt auch weiterhin daran festhalten. Also gerade diese HC-Challenge werde ich weiterführen. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht sogar noch eine weitere laufen lasse mit einem komplett anderen Charakter, vielleicht auf Hordenseite. Das ist aber noch ein bisschen fragwürdig, weil man soll ja auch nicht zu viel auf einmal in der Hinsicht machen. Ich habe momentan ein bisschen meine Problematiken mit WoTLK. Auch wenn jetzt TOC rausgekommen ist und alles mögliche, hat es mich halt einfach irgendwie hat mich das Spiel in letzter Zeit komplett einfach verloren. Dass es jetzt immer mehr Spieler verloren hat, dass dann auch noch die Problematik natürlich bei uns mit dem Serverwechsel war und alles, das war halt einfach riesengroßer Blödsinn. Also das hat mich auch ein bisschen einfach enttäuscht, und weil ich meine, man steckt da einiges an Zeit rein und hofft, dass man das dann gut nutzen kann, und schlussendlich, ja, hätte man es auch einfach sein lassen können und sich auf einen anderen Charakter fokussieren können während der ganzen Zeit. Aber naja, so ist es halt nun mal. Das ist WoW. Ich meine, im Hardcore-Challenge sterben die Leute ja noch deutlich schneller. Und wenn dann der neue offizielle World of Warcraft Hardcore-Server live geht, bin ich auch mal gespannt, wie viele Leute eigentlich dann hier noch auf Hydraxian Waterlords unterwegs sind, wie viele davon überhaupt noch das Addon nutzen und ob wir dann überhaupt dieses Aufblinken noch bekommen in der Gilde. Ich meine, momentan wie viele... Ja, okay, es sind einige Leute in der Gilde online. Ich glaube, das ist auch eine Collective Guild. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Das ist halt einfach schon... Ja, eine Weile her. Ich möchte meine Art von Content aber definitiv auch ein bisschen in eine Richtung ausbauen, die mir persönlich auch einiges an Freude bringen wird. Passt auf, jetzt machen wir nämlich hier. Nee, wir werden das auf jeden Fall ein bisschen auch in verschiedene Richtungen bringen. Ich habe zum Beispiel mir vorgestellt, ich habe mega Lust entwaffnen. Ja, I don't care. Ich habe einen Zauberstab. Ich habe nämlich mega Lust, eigentlich mal mit euch so ein bisschen auch in die Tierlisten-Gegend zu gehen. Was ist, kann ich hier looten? Eine Gnolltatze, ist das okay? Weil ich finde tatsächlich, es ist ganz, ganz interessant, einfach mal zu sehen, wie sich die verschiedenen Klassen verhalten, wie sie gespielt werden und alles mögliche. Was muss man eigentlich mit ihnen beachten? Und da vielleicht ein grundsätzliches Video über die einzelnen Charaktere machen, über die einzelnen Klassen, die man halt spielen kann momentan in World of Warcraft Classic HC. Und das trifft sich ja ganz gut, wenn wir dann wirklich den Start ins neue große Abenteuer haben, in das neue große HC, auf den neuen großen HC-Realm haben und damit dann direkt loslegen. Dazu habe ich mir auch verschiedene Sachen allgemein zu dem HC-Thema angeschaut und mir ist aufgefallen, dass ich vielleicht nicht die optimalsten Skillungen und Co. hier benutze, die man sich vielleicht vorstellen könnte. Das ist, für mich ist es kein Problem, weil ich weiß, dass ich halt das Ganze so ein bisschen mehr Pi nach Daumen mache, Pi mal Auge mache oder sowas in die Richtung. Und dass es halt dann für mich nicht perfekt sein muss, aber halt für mich halt stimmig zum Spielen. Weil mir ist jetzt aufgefallen,
Das ist eine der Sachen, die so häufig einfach erwähnt wird. Wenn du einen Caster spielst, solltest du als Caster definitiv mit Zauberstäben arbeiten. Zauberstäbe gibt es sehr, sehr viele in World of Warcraft, aber es gibt so ein paar, wie zum Beispiel der Verzauberungszauberstab, den man relativ früh bekommt. Die sind schon ganz wichtig, weil sie sparen dir Mana, sie geben dir riesige Vorteile und gerade der Priester hat hier einen extrem starken Skill, der ihm hilft, gerade über Zauberstäbe noch ein bisschen mehr rauszuholen. Hier habe ich zum Beispiel macht 7, macht 5, schade. Gerade der Priester hat halt nochmal so ein zusätzliches Gimmick, sage ich jetzt einfach mal, wo er ein bisschen mehr nochmal rausholen kann. Denn er hat bei den Skill-Teil vom Diszi hier Zauberstab-Spezialisierung, macht 5% und dann halt dementsprechend mehr verbesserte Zauberstab-Dinge. Und das kann halt schon enormen Unterschied machen. Was da für Damage-Output passieren kann, ist absolut crazy. Aber da muss man halt auch erstmal drauf kommen. Das ist halt, ich wollte am Anfang gar nicht so wirklich über die Zauberstäbe spielen, weil ich mir dachte, hey, bis ich mir wirklich meine Zauberstäbe holen kann, geht eine ganze Weile hin. Aber es stimmt tatsächlich eigentlich gar nicht. Also man kann ja wirklich, wenn man sich ein bisschen drauf konzentriert, relativ früh wirklich an die Zauberstäbe kommen und deswegen überlege ich halt auch so ein bisschen, ob hier dann nicht irgendwann mal vielleicht sogar eine kleine Umskillung gefragt wäre. Oh, da hat der Shadow Proc, Leute. Da ist der Shadow Stun. Weil gerade solche fünf Sachen, die ich jetzt hier reingepackt hätte, also natürlich, Willensentzug ist Tier 1, würde ich jetzt einfach mal bei den Skills sagen. Aber gerade sowas wäre zum Beispiel dann fraglich, ob ich da nicht eher auf Zauberstab-Spezialisierung gegangen wäre als erstes, um eben gerade diese Thematik, um besser halt klarzukommen, um das Ganze halt zu lösen. Ja, das ist halt, sind halt so die Gedanken, die ich mir im Urlaub gemacht habe. Wenn man kein Internet hat, kein World of Warcraft spielen kann, dann denkt man natürlich drüber nach, was hätte man besser machen können. Und das ist das Schöne daran. Das ist auch das, was ich so tierisch momentan an HC einfach feiere, dass du dich damit wirklich auseinandersetzen kannst und dass du dir natürlich auch irgendwelche Infoquellen und sowas holen kannst. Also du kannst dich da wirklich aktiv darüber informieren, aber du musst es eben nicht. Und das ist, ja, ich habe mir das jetzt wirklich, ich bin ja jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Zeit ohne diese, ich habe mir nichts angeschaut, keine anderen Sachen, nur so ein bisschen Lore habe ich mir eher zu WoW Classic angeguckt. Das finde ich ist immer noch super interessant. Aber gerade dieses, hey, wie hätte man es eigentlich machen sollen? Und was ist so der Playstyle, den viele noch exzessiver spielende Hardcore-Spieler herausgefunden haben für die und die Klasse. Also man muss halt ganz klar sagen, also wenn ich sehe, wie Leute einen Jäger spielen und wirklich rumhüpfen wie einen Hase und zwar so, dass sie halt perfekt kiten können. Es gibt Möglichkeiten, dass du kein Stun oder sonst was abkriegst, wenn du Strafe-Jumps irgendwie machst, aber das bin ich halt auch absolut nicht in der Lage dazu. Das sind so Thematiken, mit denen muss man sich erstmal beschäftigen, die muss man erstmal rausfinden, um in HC dann wirklich so weit zu kommen, zu wissen, hey, wenn ich jetzt hier komplett durch Strafe-Jumpe, dann kann mich niemand irgendwie treffen, stunnen oder schlag mich tot machen. Einfach nur, wow. Da ist man in der Materie so tief drin. Da fragt man sich schon, wie man da überhaupt drauf gekommen ist. Genau, deswegen habe ich mir überlegt, hey, so ein bisschen in die Richtung von der Tierlist fände ich eine ganz coole Sache. Ich meine, ich habe jetzt auch schon mit ein paar Klassen Erfahrungen gesammelt. Ich weiß, dass es, oh, okay, das sind zwei Stück, ist aber kein Problem. Es gibt einige Klassen, wo ich sagen würde, die sind einfach vom Kit. Also da habe ich halt in der Hinsicht auch vielleicht ein bisschen vom eigentlichen WoW-Spielen die Erfahrung gesammelt. Die haben einfach so ein bisschen einen standardmäßigen Spielstil, den man einfach schon mal ein bisschen als kennt und halt die Erfahrung damit sammelt. Rüstung ist ja dann ein ganz großes Thema. Pets sind da ein riesiges Thema. Solo und Multi-Content sind da ja auch so eine Sache, die man immer beachten muss. Ja, also da kann man viel daraus machen und das möchte ich dementsprechend auch machen. Ich will mit euch Addons angucken, wenn jetzt das neue Addon, will ich schon die ganze Zeit sagen, dass der Hardcore-Server von Blizzard rauskommt, weil was wird passieren mit dem HC-Addon eigentlich? Wird es immer noch so ein gildenübergreifendes Ding geben, dass es angezeigt wird, wenn einer der Guildies stirbt oder sowas? Da ist einfach da ist einfach so viel mit drin. Ja, okay, ich habe was Besseres.
was beachtet werden muss, was beachtet werden kann, wo man drüber sprechen kann, dass da Content für einige Wochen draus entstehen wird. Meine Überlegung ist nur, meine Überlegung ist halt einfach nur, wie, oh Gott, das sind drei Stück, ja, nee, kommt mal her, und, bye bye. Oh, er ist widerstanden. Meine Überlegung ist nur, wie ich das Ganze handhaben werde. Hinten kommen nochmal zwei. Ja, die Out laufe ich auch nochmal. Wie das dann aufgeteilt wird. Weil ich möchte... Ich bin mir halt nicht sicher. Da könnt ihr mir gerne nochmal ein bisschen was in die Kommentare reinschreiben. Ich möchte eigentlich keine Videos momentan aufnehmen zu... Oh, wait, du bist ja auch aggressiv. zu WoW. WoTLK. Ich finde das Spiel immer noch großartig und ich spiele immer noch unglaublich gerne WoTLK, aber halt mit meinem Druiden. Also der Priester, den ich da jetzt momentan angefangen habe hochzuziehen, da habe ich gerade echt keinen Sinn dazu, den irgendwie auf Max Level zu bringen. Und ich hoffe, das versteht ihr auch, weil das ist halt echt eine Journey, die wir da angehen, die halt einfach ein bisschen zu viel Zeit fressen würde, wenn das dann mit Arbeiten und allem drum und dran halt wirklich so eine Sache ist. Ich möchte halt auch, dass meine Hearthstone-Videos nicht zu kurz kommen. Ich möchte für euch, wie gesagt, diese erweiterten WoW-Videos machen. Und muss mir das Ganze, einfach um das wirklich professioneller hinzukriegen, zeitlich deutlich besser einteilen. Außerdem habe ich mir überlegt gehabt, wenn ich mal die Muße dazu habe, beziehungsweise auch mal die Lust dazu habe, das Spiel anzufangen, würde ich mir gerne Diablo 4 einfach mal mit euch genauer anschauen. Natürlich direkt so, wie ich das auch im ersten Video gemacht habe, beziehungsweise ich habe zwei Videos zur Beta damals rausgehauen. Und da habe ich das Ganze ja wirklich direkt als Hardcore-Challenge gemacht mit dem Druiden. Damals also noch absolut underpowered war. Es war ja wirklich verrückt, wie schlecht einfach dieser Druide war im Spiel. Und das möchte ich einfach mal wissen, wie er sich eigentlich anfühlt, wenn er wirklich ein bisschen was machen kann. Und momentan soll er ja wirklich sehr stark sein, deswegen habe ich da auch irgendwo meine Chance gesehen, vielleicht darüber noch Videos zu machen oder auch so eine HC-Reihe zu starten. Das heißt also, es gibt ein bisschen Cut-It-Videos, es gibt ein bisschen klassische, wie will ich das nennen hier, Let's Play-Action. Let's Play ist halt so ein alter Begriff, Leute. Klassische Aufnahme-Action nenne ich es jetzt einfach mal, wo ich mit euch einfach hier wirklich durch die Welt renne und wir unseren... Oh mein Gott, wie viele Gnolle sind das denn? Wo wir dann hier einfach durch die Welt rennen und schauen, dass wir überlegen... Oh, da war er wieder, Leute! Da haben wir ihn einfach wieder festgenagelt, den Kollegen. Nee, lauf mal da nicht rein. Keine Gnolltatze. Aber wir kriegen die ganze Zeit Alchemie-Sachen raus. Das ist auch nicht schlecht, wenn wir die Kräuterkundigen hier töten. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich denke, es wird eine super spannende Zeit jetzt. Und ja, es kommen auch noch einige coole weitere Sachen da in der Hinsicht auf uns zu. Da bin ich mir wirklich sicher, dass wir da viel Spaß haben werden. Was habe ich vor? Wie will ich weiter vorgehen, Leute, jetzt hier mit diesem Charakter? Das ist vielleicht auch noch so eine Thematik, die ganz relevant... Kann ich das von mir runternehmen? Ja, ich kann es halt einfach von mir runternehmen, gell? Ha! So nicht, mein Gnolljunge. So nicht. Das ist halt super entspannt, Leute. Hey, also, alleine nur dadurch ist eigentlich, dass ich mir die Debuffs runternehmen kann, jetzt durch Krankheiten heilen, ist das halt super strong. Priester ist einfach so eine gute Klasse. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt ganz spontan, ich habe ja gesagt, Tierlisten und sowas, würde ich auch noch in der Hinsicht mal machen. Wenn ich jetzt ganz spontan den Priester irgendwo einraten müsste, würde ich wirklich sagen, er ist mindestens A-Tier. Vom reinen Spielstil her. Weil der Priester hat so viel mögliche Utility. Er ist zwar eine Stoffklasse, das heißt, er hat nicht wirklich viel Rüstung oder sowas. Aber alleine die Möglichkeit, sich selber zu shielden, sich selber zu heilen, sich selber irgendwelche
Debuffs runterzunehmen. Und zwar nicht nur Krankheiten, sondern halt auch die ganzen anderen Sachen, die er aktiv von sich runternehmen kann. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich cool. Zusätzlich ist es halt mit einer Stoffi-Klasse halt auch meistens relativ einfach, Equipment zu farmen. Natürlich hat da der Jäger und für mich auch noch die ganzen Plattenträger große Vorteile, weil sie ja auch Stoffklamotten anziehen können. Aber trotzdem ist einfach das... Der Stoffi halt mit seinen Crafting-Ansätzen und sowas hat er halt doch schon auch einige einfache Sachen zur Verfügung. Hey, dankeschön, du kriegst auch von mir einen Buff. Oh, kann ich nicht machen. Jetzt habe ich erstmal hier einen... Moment, ist das meins? Rang 2. 26 Ausdauer. 8, oh mein Gott, okay, das... 26 und 8 Ausdauer, das ist schon eine Welt an Unterschied. Wir haben schon wieder gepockt, Leute. Was ist denn heute los mit den Stunts? Es wird ja auch bald Zeit für mich... eine Armschiene. Leder. Es wird ja auch bald Zeit für mich, dass ich mal wieder schaue, ob ich in eine Inni rein kann. Und da freue ich mich ja persönlich immer drauf auf Instanzen. Wir pullen die einfach mal beide. Ich denke nicht, dass... Oh, er hat hier einfach alle Gnolle kurz mal geklatscht, der Kollege. Das ist halt so krank. Wie stark halt die Leute... also, wie das ist mit dem Scaling halt, ist es einfach so, so interessant in WoW. Aber logischerweise, also... Es gibt halt kein Spiel, wo Scaling so hart... wo man Scaling so hart merkt, gefühlt wie in WoW. Weil du halt auch wirklich, wenn du irgendwelche Berufe leveln willst oder sonst was, in alte Gegenden zurückkommen musst. Und dann rennst du halt wirklich rein in so eine Lage und drückst einmal Holy Nova und alles fliegt irgendwie um. Holy Nova wird ja auch ein Skill sein, den ich in den nächsten Leveln lernen sollte. Ich glaube, Holy Nova bekomme ich auf Level 20? Ich bin mir aber auch selber gerade nicht ganz sicher, aber ich denke mal, Holy Nova war so um... Oh mein Gott, die sind direkt wieder gerespawnt. Ist so ungefähr Level 20. Also hier sind ganz viele Gnolle, aber hier sollten auch irgendwo ganz viele Defias sein. Also irgendwas stimmt hier. Oder bin ich hier... Ach, das ist der Steinbruch. Die sind hier alle natürlich unterirdisch drin. Ah. Look at them. Ja, okay. Die können wir vielleicht auch noch ein bisschen mitnehmen. An die Folge gehen noch eine Weile. Wenn wir wieder den Gnome, der wird ein bisschen mit von der Partie sein. Ist ja aber kein Problem. Haben wir da schon wieder einen Stun drauf gekriegt? Nee, haben wir nicht. Schade. Okay, er fängt schon mal an, das Innere der Mine zu clearen. Das soll mir gerade recht sein, wenn er da ein bisschen reingeht. Mage ist auch so eine Klasse. Also, ich weiß, dass ich damals, als ich den Mage als ersten Charakter gespielt habe, vielleicht nicht ganz optimal agiert habe. Aber ich finde trotzdem, Mage ist halt einfach so eine Klasse, mit der kannst du halt alles auch irgendwie machen. Das ist absolut wild. Du bist nicht Mana-abhängig von irgendwas oder sonst irgendwie. Du bist halt einfach stark. Du kannst halt gefühlt einfach alles. Zwar nichts richtig, aber halt trotzdem alles. Alleine dadurch, dass du halt immer wieder dir Nahrung selber machen kannst, hast du große Vorteile. Du brauchst halt kein Geld für wegwerfen, dafür, dass du dir irgendwelchen Shit kaufen musst. Und wir gehen jetzt hier zu dritt rein. Das ist natürlich angenehm. Zack, der gehört mir. Oh nein, der gehört nicht mehr. Okay, dann hören wir mal auf, weiter drauf zu hauen. Der geht auf den Gnoll, alles cool. Hätte ich mal bitte gerne noch einen Humanoiden... Ich habe das Gefühl, ich renne jetzt hier gleich voll in eine Falle rein und werde einfach komplett zertrümmert. Soviel zum Thema. Ja, wir gehen diese Folge alles mal langsam an. Gehen ganz entspannt in die Mine rein. Schauen mal, was da los ist. Gehen ganz entspannt und farmen hier die einzelnen Viecher weg. Gucken mal, was da los ist. Und dann kann ja schon nichts Schlimmes passieren, ne? Ich meine, wir sind ja eigentlich in... wieder eine super gefährliche Mine. Wenn ich das schon wieder sehe, wie der da angetanzt kommt, gefällt es mir halt gar nicht. Ich meine, ich bin super, super healthy und alles.
Aber ich möchte es halt trotzdem irgendwie nicht riskieren. Er ist auch nur Level 13. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier Angst vor ihm haben müsste oder sowas. Ich habe 8 Heiltränke, die mir 180 Leben zurückgeben. Ich habe immer noch mein verzweifeltes Gebet. Auch noch eine super starke Sache. Das ist auch so ein Ding, was ich jetzt erst wieder erfahren habe. Also, ich hatte das schon irgendwo auf dem... Okay, hab's selber vorkommen. Ich hatte das schon irgendwie auf dem Schirm, aber mir war es jetzt nicht mehr direkt bewusst, dass es damals klassenspezifische Zauber gibt für Priester. Oh, das ist halt eigentlich eine wirklich coole Sache. Also, das wurde ja irgendwie mit, wenn ich mich nicht täusche, Wrath of the Lich King oder sowas rausgenommen. Haha, ich bin schneller, weil ich in einen Instant Cast... Oh, er war smart. Das wurde ja irgendwie mit Wrath of the Lich King oder sowas rausgenommen und ich verstehe es gar nicht, warum. Ich finde, das ist echt so ein Ding, was sie einfach ein bisschen mehr wieder mit reinbringen könnten in World of Warcraft. Diese rassenspezifischen Thematiken einfach. Guck mal, du kriegst von mir einen Buff hier. Möchtest du mir nicht auch einen Buff geben? Ich hätte gerne einen arkanen Intellekt, mein Freund. Okay, der ist schon ein bisschen wilder hier, der Schläger. Aber kein Problem für mich und meinen Zauberstab. Ich muss auch sagen, ich vermisse langsam ein bisschen meine Alchemie. Das ist so eine gute Fähigkeit und ich werde jetzt hier auch wieder aus der Mine rausgehen. Es gibt nichts mehr in dieser Mine, was mich irgendwie interessiert. Mir bringt Erz nichts, mir bringt... so gut wie gar nichts was. Ich bin ja eigentlich nur reingekommen wegen den Defias Collision. Ansonsten bin ich ja eigentlich komplett fein. Kann ich den Solo pullen? Ach komm schon. Oh Gott. Okay. Ja, Leute, es geht los. Der Respawn ist da. Wir müssen vorsichtig sein. Wir bleiben bei dem kleinen Gnom-Kollegen. Dass wir uns da schön langsam raushauen können, gemeinsam. Er hat mir immer noch keinen Buff gegeben. Das ist eine Frechheit. Wir werden hier beide pullen, gell? Nice, okay. Wir machen das hier im Team, Leute. Das ist schön. Gegenseitig helfen ist, glaube ich, in so einer Situation das Wichtigste, was man... Oh. Steht halt einfach so ein Defias hier um die Ecke rum. Das ist ja fies. Es könnte trotzdem sein, dass ich hier pulle. Achtung, Dude, pass gut auf, da steht ein Defias um die Ecke. Er ist da runtergeflogen. Na gut, okay. Er kann einfach außen rumlaufen, das ist in Ordnung, aber... Schnell mal wieder mein Schild aufhalten. Solange ich kein Damage kriege, ist alles cool. So, oh no. Schön ausgewichen. Oh, 56 gehit. Jawohl, und nochmal einen rein. Zack. 7 von 15 Plünderern. Warst du auch ein Plünderer? Du bist ein Ausplünderer. Du bist einer der anderen Kollegen, die ich nicht haben möchte. Gut, ich gehe jetzt hier raus. Ich denke, oh no, die Kiste hätte ich doch gerne gehabt. Ich weiß nicht, ob mir jemals eine Kiste irgendwas gebracht hat hier in diesem... Oh no. In dieser... Oh no. Ich hoffe, der ist halt gerade frisch gespawnt, weil dann hätte ich... Ja, okay, es ist ein Caster. Aber Caster sind eigentlich... Ich brauche ja noch Caster. Also dadurch, dass ich den einen hier jetzt erledigt habe und den hier jetzt einfach direkt weiter malträtieren kann, soll das eigentlich alles cool sein. Ich habe noch genug Leben. Ich bin... Ah, jetzt ist mein Ding leider ausgelaufen. Aber er sollte mich nicht kritten können oder so. Gott, das wäre ja... Das wäre ja wild, wenn er mich einfach von Half-Life... Oh, eine fette grüne Axt. Mann, warum kann man Verzauberungen nicht einfach höher skillen in HC? Das wäre halt cool, wenn du einfach wenn die Berufe angepasst werden würden. Was würdet ihr davon halten, wenn man wirklich es schafft, also wenn die Macher von Blizzard auf ihren Servern es wirklich schaffen, die Berufe entsprechend anzugleichen?
Also, dass man wirklich sagt, hey, man braucht für Verzauberung und sowas keinen Mittelsmann mehr. Oder man kann, man macht das so wie bei Oldschool RuneScape oder sowas, dass es einen Drop-Table gibt. Und man müsste halt, sagen wir mal, wir haben einfach eine Drop-Chance von 1 zu 4.000, dass hier aus so einem Defias-Dude irgendwie eine Silber-Route droppen kann. Das fände ich persönlich eine ziemlich coole Sache und würde das Spiel halt noch ein bisschen weiter öffnen, weil du halt gerade im Hardcore-Modus auf nichts irgendwie verzichten müsstest. Und ich muss ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit nicht sogar wirklich gibt, dass du das irgendwie dir erfarmen kannst. Aber so viel ich weiß, gibt es keinen Loot-Table von irgendwelchen Minions, der eine Silber-Route irgendwie droppen könnte oder sowas. Aber vielleicht bin ich da halt auch einfach zu uninformiert. Muss man mal ganz klar einfach sagen. Okay, wir haben 5 von 8 Nolltatzen, wir haben 11 von 15 Plünderer und 13 von 15 Ausplünderer. Wir sind also kurz davor, in eine gute Richtung zu... Ich glaube, ich muss gerade echt überlegen, ob ich wieder ums Back auf Kräuter konnte. Bin gerade wirklich ein bisschen seelisch hin und her gerissen, Leute. Was ist denn eure Meinung dazu? Würdet ihr das sehen? Der ist einfach ein Level 60er, Leute. Wenn er jetzt noch ein paar Ohren dabei hätte, hätte ich noch ein bisschen mehr Respekt. Das ist echt ein ganz cooles Gimmick, was sie da mit in die offiziellen Server mit draufbringen wollen. Aber ich bin mir halt echt nicht sicher, ob PvP für sowas gut ist. Ich habe auch schon super viele Videos gesehen, wo Leute auch größere YouTuber, Leute, Blizzard hat gefragt haben, ja, was ist, wenn das absolut abused wird? Also es gibt ja die Möglichkeiten, dass sich dein Freund dann immer wieder einen Hardcore-Charakter erstellt und stellt sich dann vor dich in vor UC oder sowas und lässt sich immer wieder im Makura hier umklatschen. Also das ist halt dann auch nicht der Sinn von dieser ganzen Thematik. Ein Schattenzauberstab. 10,4. Ich meine, ich hätte mich drüber gefreut. Ich hätte mich mal drüber gefreut, aber inzwischen durch das VZ ist es halt nochmal was komplett anderes. Oh, ich bin ja jetzt auch Lederer, gell? Warte mal, wo kann ich das nochmal sehen? Ich bin ja inzwischen auch Lederer. Ich muss ja echt aufpassen, dass ich mir die Tiere nicht die ganze Zeit übersehe. Ich habe sicherlich schon einige übersehen, oder? Ich bin gerade wirklich ganz froh, dass die Mobs hier einigermaßen schwach sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehe teilweise hier einfach mit der falschen Rotation in die Kämpfe rein. Und auch wenn der Priest seine Vorteile hat und ziemlich stark ist, wäre das natürlich nicht ganz so cool, wenn ich deswegen irgendwie grundlos sterben würde. So, komm schon. Leider keine... keine Knolltatze. Wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Wie viel Leben haben sie? Das wäre eine Sache, die ich eigentlich noch ganz gut fände, zu sehen, wie viel Leben sie haben. Einfach nur zum Abschätzen. Aber ich glaube, das gab es halt damals im WoW einfach noch nicht. So, eine Knolltatze noch. Dann haben wir die Thematik hier erledigt. Mit den Kollegen. Boah, es geht ja hier richtig bergauf direkt. Wir fangen frisch an und legen direkt los. Wenn wir gleich hier Lokmodan wegpacken, sobald der hier tot ist, weil im Kampf kann ich es nämlich leider nicht machen. Zack, weg. Und dann habe ich hier eigentlich nur zwei Quests, die ich erledigen kann. Ja gut, ich meine, die zwei werden wir auch definitiv machen. Die Folgen werden jetzt auch am Anfang immer noch ein bisschen kürzer gehalten werden. Also nicht wundern, wenn sie jetzt, sagen wir mal, nur 30 bis 40 Minuten lang werden. Das wird sich im Nachhinein dann schon wieder auch anpassen. Aber jetzt momentan muss ich erstmal wieder schauen, dass ich auf mein Pensum komme. Um dann auch wieder genug abliefern zu können, dass ich wieder wöchentlichen Content habe. Wenn ich meine Streams wieder am Start habe, das heißt also ab nächster Woche sollte das eigentlich wieder alles ganz cool sein. Da bin ich dann wieder bereit, wenn wir da dann 2-3 Stündchen erstmal aufnehmen. Dann wird es vielleicht, wie gesagt, eine Woche mal ein bisschen kürzere Folgen geben, aber dann, wenn das zweite Streaming-Set dann kommt,
sind wir da wahrscheinlich fein raus. Oh, da haben wir ihn wieder erwischt, Leute. Das Stun ist drauf. Zack. 87 wurden da erstmal rausgehauen mit göttliche Pein im Crit. Zack, weg, looten. Die Genolltatze ist durch. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch hier ein paar Plünderer. Bist du auch ein Plünderer? Yes, okay, perfekt, weil die anderen stehen nämlich alle hier vorne irgendwo rum. Die können wir auch noch holen schnell. Und dann haben wir die Quest hier halt einfach mal schon abgeschlossen, kurzerhand. Einmal aus Loch Modan zurück und schon geht's ja ab im guten Westfall. Ich glaube, mit Level 18 bzw. Level 19 bin ich dann wahrscheinlich, wenn ich die Quest hier abgegeben habe, werde ich dann auch bald ins neue Gebiet aufbrechen müssen. Muss man nur schauen, in welche Richtung ich dann gehe. Aber das wäre noch so ein bisschen eine Frage für mich. Na shit, da habe ich das Shit nicht schnell genug aktiv gekriegt. Weil ich habe ja wirklich einige Möglichkeiten. Ich glaube, ich kann nach Ashenvale gehen. Ist Ashenvale ab Level 30? Ich bin mir gerade... ab Level 20 bin mir gerade gar nicht sicher. Ist halt einfach... Also, ich habe halt wirklich noch nie einen Ali auf so einem Level hochgelevelt. Also, den einzigen Ali, den ich mal auf dem Level hochgelevelt hatte, war mein... Ach, Inventar ist voll, wirklich? Was habe ich denn als Inventar, was vielleicht nicht so cool ist? Rauer Stein, weg damit. Leinstoff ist für mich momentan, wenn ich Schneiderei benutze, wichtiger. Den einzigen Ali, den ich mal auf diesem Level stand hatte, beziehungsweise mit dem ich durch Westfall und Co. gelaufen bin... war mein... Oh, was war denn das? War das ein Druide? Ich bin mir nicht sicher. Nachtelf-Druide? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich glaube, nach Westfall bin ich dann halt... Also, es ist das Ganze war ein Retail damals. Ich glaube, zu Legion-Zeiten... Oder was nach Legion-Zeiten? Ich weiß es nicht. Da war es halt dann wirklich so, dass ich nach Westfall mir gesagt habe, hey, sorry, aber... Nee, danke. Allianzgebiete. Ich meine, ist halt ganz cool und so, aber das brauche ich ja gerade hier auch nicht. Oh, shit. Erstmal kurz, ich habe vergessen, mein Schild wieder zu aktivieren. Aber damit geht's aufs Level Up zu, Leute. Komm, gib ihm den Dot und dann wird hier wieder gezauberstabt. Das ist echt eine Sache, die muss ich unbedingt skillen, Leute. Gehen in Disti-Ding und hauen hier plus 5% Damage drauf. Ich meine, 20, davon 5%, das zwar, klingt zwar am Anfang nicht viel, aber ich glaube, es wird schon einiges dann später werden. Hopfen kann auch weg. Nehme ich lieber ein Holzschild mit. Ich denke mal, das sollte ein bisschen mehr wert sein, hoffentlich, als ein bisschen Hopfen. Und natürlich auch auf das Bundesland an, wo man das sich hier anguckt. Vielleicht ist in Bayern der Hopfen ein bisschen mehr wert. Was ist denn hier drin, was ich looten soll? Einfache Kompass. Oh, hier ist der einfache Kompass also drin. Inventar voll. Ja, dann gucke ich doch einfach mal, ob ich hier den einfachen Kompass noch looten kann. Hopp, hopp, hopp. Ja, zack. Öffnen. Und damit haben wir nochmal eine Quest abgeschlossen. Oh, mein Inventar ist immer noch voll. Yay. Ja, hier. Niemand braucht Hühnchen. Ich könnte auch einfach mal die raue Feder hier wegschmeißen. Das wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen. Aber naja. Na, hopp. Und es fehlt eigentlich nur noch... Ach, niemand mehr. Ich bin durch. Okay, wir können nach Hause laufen. Oh, stimmt. Hier unten ist ja noch Moonbrook. Wait, das Moonbrook ist... Nee, Moonbrook ist eine andere Stadt. Ich war noch gar nicht wirklich in Moonbrook drin. Welches Level bist du denn? Andy, Level 15. Ja, komm, ich nehme mir mit. Du könntest mein Level Up sein. Oder? Ja, er ist mein Level Up. Sehr schön. Perfekt. Okay, das müssen wir auch definitiv... Wieder der Hopfen, Leute. Wieder der Hopfen. Packe ich mal noch den zerbrochenen Hauer weg und nehme dafür den rauen Stab. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es dafür ein bisschen mehr gibt. Und dann laufen wir kurz runter nach Moonbrook und laufen dann dementsprechend wieder hoch in die Speerkuppe, wo wir unsere Quests abgeben können. Gott sei Dank sind die nur 5 Level unter uns und nicht noch mehr, sonst hätte ich die Quest nicht mehr für einen gewissen Wert abgeben können.
Bin mal gespannt, ist Moonbrook... Nein, warte mal, Moonbrook ist ja die gegnerische Stadt. Also hier, Diffias Stadt. Das ist die Begleitquest, oder? Der nie verschickte Brief. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ich war gerade komplett verwirrt. Moonbrook. Das wollen wir mal nicht machen. So, Leute. Apropos Skillen. Wir könnten jetzt weitergehen auf 6%ige Chance, den Gegner zu stunnen. Oder aber... Also, man muss ja ganz klar sagen, wenn ich weiterhin hier auf diesen... hier auf Blackout gehen würde, habe ich schneller die Chance, auf Level 20 Gedankenschinden zu machen. Und das ist halt ziemlich nice, weil Gedankenschinden ist eigentlich... Meine Rotation besteht prinzipiell daraus, dass ich im Midgame, sagen wir jetzt einfach mal, hier meinen Gedankenschlag, dann haue ich meinen Schattenwort Schmerz drauf und dann hinterher kommt Gedankenschinden. Das ist so ganz grob eine Rotation, die man spielen kann. Natürlich ist es dann immer ein bisschen Mana-abhängig. Wenn du halt viel Mana hast, dann ja, brauchst du tatsächlich... Kannst du Gedankenschinden machen, weil es halt einfach mehr Schaden macht. Man hat halt 75% Schattenschaden und verringert halt das Bewegungstempo. Ansonsten muss man halt hier mit dem Zauberstab angreifen. Und mein Zauberstab macht jetzt momentan 17,5 Schaden pro Sekunde. Das heißt also... wie viel macht Gedankenschinden? 3 Sekunden lang 75, also rechnen wir 75 durch 3, rechnen wir also, sind wir hier bei knapp über 20 Schaden. Das heißt also, da sind wir dann doch noch ein bisschen besser unterwegs. Ja, muss ich mal gucken. Das ist halt, wie gesagt, alles Mana-abhängig und dann situationsabhängig natürlich noch. Deswegen ist es vielleicht trotzdem nicht ganz unsinnvoll, wenn ich erstmal wirklich sage, ich gehe jetzt hier weiterhin auf den Blackout. Weil mir fehlen halt eigentlich echt nur noch ein Punkt, gell? Ich würde jetzt meinen 10. Punkt in den Schattenbereich packen, wenn ich den hier drauf skill. Zack, 10. Punkt reingeskillt. Und jetzt kann ich im nächsten Punkt kann ich dann halt Gedanken schinden lernen. Auch die Hilfe. Ihr habt euren Wert für die Volksmiliz durch die tapferen Taten bewiesen, die ihr bisher vollbracht habt. Einige Defias konnten wir bislang nicht erwischen. Mein bester Speer berichten, dass die Defias in der ganzen Gegend auf Raubzug gehen und schon bis in Süden von Westfall gekommen sind. Wir glauben, dass sie in den Dolchhügeln versteckt, sie sich in den Dolchhügeln versteckt halten und dort ihren nächsten Schlachtzug planen. Schaltet diese Verbrecher im Namen der Volksmiliz aus. Ja, und dafür kriegen wir dann auch einen schönen Stab. Die Gnolltatzen haben wir auch gut gemacht. Wenn tapfere Abenteurer wie ihr selbst weiter Seite an Seite mit der Volksmiliz kämpfen, ist es durchaus möglich, dass Westfall wieder zur reichen Kornkammer werden kann, die es einmal war. Bitte nehmt dies in Anerkennung euren unermüdlichen Anstrengungen entgegen. Ja, nehme ich tatsächlich mit. Für die Allianz. Für die Allianz. Auch wenn ich VZ jetzt nicht mehr habe, könnte es trotzdem besser sein, als das, was ich momentan equipped habe. Wo ist denn sie dann? Hier unten. Plus 5 Gesundheit. Wie, was ist nochmal in... Das ist halt so eine Sache. Wie rechnet sich das dann nochmal? Wenn das Ausmaß des Schadens, den man durch körperliche Treffer erleidet, wie viel Schaden reduziert wird, da hängt von der Stufe der Angreifenden ab. Schadensreduzierung bei einem Angriff der Stufe 19. Das sind 19,4. Weil ich glaube tatsächlich ist es so gewesen, dass Rüstung verringert... Nur Melee-Damage, also nee, nicht nur Melee-Damage, auch Schaden natürlich von Bogenschützen oder sowas, aber halt reinen physikalischen Schaden, nenne ich es jetzt einfach mal, und nicht den Schaden von irgendwelchen Casts oder so. So, jetzt passt mal auf, das können wir verkaufen. Ja, also, ich meine, wäre ganz cool, würde zum Zwerg passen, aber das ist nichts, was wir hier mitnehmen können. Die Stäbe sind beide mal schlechter, das ist nämlich ein identischer Stab. Schattenzauberstab fände ich ganz cool, ich glaube, das Schatten wäre halt auch ein ganz gutes thematisches Ding zum Shadow Priest oder so. Aber das Traurige ist eigentlich, dass das hier nur über Schattenschaden-Zauber aktiviert wird. Also das heißt nur über Schattenwort-Schmerz oder Gedankenschlag, halt eigentlich die Sachen, die halt hier wirklich in der Hinsicht Schatten haben. Wenn das Ganze noch über den Schattenzauberstab triggern würde oder die Möglichkeit bestehen würde, dann wäre es halt, wären diese Schattenstäbe halt definitiv die bessere Wahl. Kann weg. 10 Herz kann ich nicht gebrauchen. Der einfache Kompass, den behalten wir einfach mal. Leder kann weg. Streitkolben mit 3,7 kann definitiv weg. Genauso das. Schild kann auch weg. Da habe ich jetzt hier, falls ich ein Schild tragen könnte, ein deutlich besseres gefunden. Sehniges Fleisch, Feder, Schnauze. Nochmal der Ding ist hier mit dabei.
Ja, ich rüste das jetzt halt einfach aus, dass ich noch ein bisschen mehr Rüstung habe. Da ist halt HP nicht so relevant. Int und Ausdauer. Hier habe ich halt 5 Int mit drauf. Int ist halt Damage. Ausdauer ist halt Leben. Ich verkaufe es so oder so. Wie viel Unterschied würde das denn machen? Ich bin jetzt bei 58 Ausdauer und das heißt also, damit wäre ich halt bei 60 Ausdauer. Ich bin jetzt bei 67. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich bin jetzt bei 67. 47, das sind halt 20 Leben. Das ist ein kompletter Hit, was diese zwei Ausdauer Unterschied machen. Aber man muss halt dazu sagen, die Rüstung geht halt dementsprechend auch runter. Nee, ich glaube tatsächlich, dass das nicht richtig wäre hier. Mein Küchenmesser, die Wildrose kann ich wegpacken. Das kann ich halt alles wegpacken, weil ich immer noch mich weigere, in die Richtung Ding zu gehen, was vielleicht auch nicht ganz so smart ist. 200, 243 kann auch weg. Dann habe ich das hier, dann habe ich das hier. Wir müssen mal gucken, ich werde jetzt noch ein Level up machen mit diesem Charakter und dann müssen wir sowieso wieder nach Sturmwind oder entsprechend Ding hier. Ja, Level 17, wir sind 2 Level drüber, das sollte eigentlich ganz gut passen. Ich weiß nicht, warum die grün oder rot machen. Ach so, hier, warte mal, das sind andere nochmal. Und hier unten sind sie auch noch. Gut, okay, das werden wir auf jeden Fall machen, dann müssen wir hier rüber in den Dämmerwald. Wait, wo war nochmal Oh, wait, Ashenvale ist doch... Bin ich komplett falsch, oder? Ashenvale ist doch bei... ist doch bei der Horde hier. Wenn du Sprachland fertig hast, gehst du doch hier nach Ashenthal. Ja, genau. Oh, aber Alice haben doch in Ashenvale auch was zu sagen, wenn ich mich nicht täusche. Aber naja, das werden wir früher oder später rausfinden. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht die richtige Zeit dafür. Coole Folge, hat Spaß gemacht. Ich glaube, langsam bin ich wieder drin im Priester. Er macht halt, ist halt immer noch eine super Klasse. Schreibt mir gerne zu den verschiedenen Fragen, die ich euch gestellt habe, einfach was in die Kommentare. Es würde mich definitiv interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Schreibt was in die Kommentare, habe ich ja schon gesagt. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.